unserer Sicht kann ich sagen, dass wir uns freuen, dass auch dieses Jahr unsere langjährige Partnerschaft so erfolgreich gelaufen ist. Die Tickets sind gut weggegangen, da sind knapp 5000 Teilnehmer, haben daran teilgenommen. Der Vorverkauf in der EZA Energiewelt im Forum, der ist auch sehr gut angekommen. Am ersten Wochenende hatten wir da auch einen enormen Ansturm zu verzeichnen. Manche sind sogar mit Einkaufsliste gekommen und haben für ihre Familienangehörigen Vorverkaufskarten erworben. Das war sehr charmant. Auch der Partnerkarttag, den wir immer donnerstags haben, ist gut angekommen. So wie im letzten Jahr konnten wir auch da rund 1500 Nutzungen verzeichnen. Was wir auch noch im Außenbereich hatten, neben der Tatsache, dass der Außenbereich auch selbst angekommen ist, gerade auch bei unseren Kunden, die haben sich gefreut, dass der Biergarten wieder dort gestaltet war, ist auch die Segway Promotion, die wir dort veranstaltet haben, ist sehr gut angekommen. Und gemischt war das Publikum, selbst einige Damen älteren Semesters haben sich dort mal versucht. Auch Herren auch, ja, Herren auch. haben das mal versucht. Also nicht nur die Kinder und Jugendlichen, die sowas gerne ausprobieren, auch etwas ältere Personen haben sich dort mal probiert und Elektromobilität live erlebt. Das ist sehr gut angekommen. Ja, und von daher können wir auch sagen, eine ganz gelungene Veranstaltung war. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Drei, vier Sachen sind wichtig bei der Sache. Das Stadtwerke Sommerkino der Stadt Duisburg, ausgerichtet durchs Filmforum, ist ein absolut positives Highlight für die Stadt Duisburg. Es setzt ein positives Signal nicht nur nach Duisburg hinein, sondern auch über die Stadtgrenzen Duisburgs hinaus. Wieder fast 45% der Besucher kamen nicht aus Duisburg, sondern aus den umgrenzenden Städten, aus den anliegenden Städten. Das zeigt, dass den hohen Stellenwert dieser Veranstaltung. Das liegt zum einen an der wunderbaren Location. Das liegt zum anderen daran, dass in der Location Landschaftspark Nord jetzt auch die Außengastronomie nochmal neu aufgestellt wurde. Ich selber habe es gesehen. Selbst mit Schuhen konnte man durch den Sand warten. Und zum dritten natürlich die Zusammenstellung des Programms durch Kai Gottlob und sein Team. Das ist nicht nur eine Aneinanderreihung von Highlights, sondern auch von Programmfilmen. Es ist ein besonderer Blick auch auf deutsche Produktion. Es ist eine gute Mischung, es ist eine sehr gute Mischung, die sich jetzt über die inzwischen, glaube ich, 17 Jahre hervorragend bewährt hat. Und es wird schwer für uns, das haben wir, glaube ich, schon vor dem 10.7. gesagt, es wird schwer für uns, das weiter zu toppen. Thomas Kurzweig hat es schon gesagt, es war für uns und hat da auch im Prinzip schon gesagt, es war für uns eine unglaublich tolle Saison nach 17 Jahren, es war die beste in den 17 Jahren. Und das hat uns auch alle sehr berührt. Wir sind schon auch ein bisschen ratlos bei den Zahlen, die ich Ihnen jetzt nenne, denn keiner weiß, wie das noch weitergehen soll. Also wir haben insgesamt nochmal 42.800 Plätze. Kapazität und wir hatten in diesem Jahr Besucher 41.431. Das entspricht einer Auslastung von 96,8%. Man könnte jetzt aufrunden. Und ich habe gestern Abend eins gesagt, ich mache immer zum Abschluss der Veranstaltung, gehe ich nochmal auf die Bühne in der Eispause, auch gestern am gestrigen Abend. Und ich habe den Leuten gesagt, und das fanden sie sehr schön, liebes Publikum, Sie gehen heute als deutschen Meister nach Hause, denn es gibt kein Kino in Deutschland, kein Berliner Kino, das eine vergleichbare Auslastung hat. Der Rekord lag bis jetzt bei etwa 95% bei unseren Nachbarn in Düsseldorf und der ist jetzt mit diesen 96,8, glaube ich, ist eine neue Marke gesetzt in Deutschland und da sind wir auch sehr stolz drauf. Es hat 17 Jahre gedauert, es hat guter Partner gedurft, die haben wir gefunden, mit denen sind wir auch sehr glücklich, das muss ich immer wieder sagen. Und das zusammen, dass man da jetzt eine solche Zahl, eine solche Auslastung erreicht, ist, haben wir selber nicht mitgerechnet. Thomas Kurzweig hat schon gesagt, die Verteilung sieht so aus, auch in diesem Jahr wieder, die Zahlen sind jetzt in den letzten Jahren auch stabil, dass wir, in diesem Jahr hatten wir 56,1% der Besucher aus Duisburg. Das sind etwas weniger, marginal weniger als im letzten Jahr, 0,3% weniger. Aber ansonsten ist also die Veranstaltung direkt stark über die Stadtgrenzen hinaus. Und wir werden da noch weiter analysieren, wo die herkommen. Und konkret, aber der Trend zeichnet sich immer wieder ab, dass wir sehr stark aus dem Niederrhein einziehen. Das ist der
stärkste Bereich, aber auch aus den Nachbarstädten wie Mülheim, Oberhausen und auch Düsseldorf. Das Warum fragt man sich oft, das hat Thomas Kurzberg auch schon sehr bildhaft geschrieben, das ist letztendlich eine Mistur mit diesem, ich finde auch, dass da muss Ralf Winkel auch noch was zu sagen, dass dieser Park ein Ereignis ist, das muss man einfach sagen, das ist etwas so Besonderes. Vielleicht habe ich es noch nicht im vollen Umfang erkannt und ich finde es toll, dass viele Leute von außen kommen, dass sie das auch verstehen. Vielleicht sehen die das noch ein bisschen freier als wir selbst, das ist ja oft so. Und die Voraussetzungen, die uns dort geschaffen werden, muss man auch sagen, und da bedanke ich mich auch immer wieder bei Ralf Winkel, sind auch perfekt, auch nur so funktioniert das, dass wir da, denn es ist eine große, mittlerweile große Veranstaltung, die da großen, auch einen großen logistischen Background hat, die man so gar nicht sieht. Da arbeiten zig Leute, so 200 Tonnen Sand, die müssen wir eben heute Morgen schnell weg, weil schnell umgebaut werden müssen, die fegen sie aber auch auf die Seite. Also, das ist nur ein Beispiel, da arbeiten Leute, wie gesagt, jetzt im Moment im Feuer, Leute sitzen in irgendwelchen Schaufelradladern und andere klettern, spezielle Industriekletterer im Hochofen rum. Also das ist halt auf vielen Ebenen wird da sehr, sehr, sehr intensiv gearbeitet und auch die Veranstaltung über, die wirklich diese gut 40 Tage, sind 5,5 Wochen auch die Leute zu motivieren. Auch das sind schon Dinge, die wir uns Gedanken machen, weil wir jeden Abend da alles liegen müssen, vom Vorführer über den Kartenabreißer bis zur Sicherheitskraft und Menschen hinter der Theke. Das ist ein breites Spektrum von Berufen oder auch von Menschen und Qualifikationen, die dort arbeiten müssen. Das Einzige, was man sich fragt, ist, wie will man das im nächsten Jahr noch toppen? Das muss ich sagen, die Frage kann ich nicht beantworten und weiß ich nicht. Wichtig ist, dass wir jetzt da eine Marke gesetzt haben und man muss auch so bescheiden sein und sagen, es war natürlich, das Wetter hat in diesem Jahr perfekt mitgespielt. Ja, aber es ist in der Tat eine große Herausforderung. Kino ist vorbei. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich freuen soll, beziehungsweise ob ich traurig sein soll. Ich freue mich über alles, was da passiert ist, vor allem auch das, was nicht passiert ist. Wir haben, wir sind letztendlich, und das ist immer ganz wichtig, bei so einem dichten Veranstaltungs Kalender, den wir haben, keine Beschwerden von der Bevölkerung drumherum, von den Anwohnern zu Ohren gekommen. Wir haben auch wirklich in einer großen Anstrengung über 2 Jahre lang jetzt auch die Location drumherum entwickelt. Das habe ich auch beim Auftaktpressekonferenz schon gesagt. Wir mussten erstmal die Voraussetzungen schaffen, dass wir das alles erweitern können. Wir haben dieses Jahr ein paar Erfahrungen gemacht. Wir haben Neuland betreten, indem wir das alles logistisch verändert haben, auch die Wege für die Besucher verändert haben. Wir haben eigentlich durchweg positive Erfahrungen gemacht und sind trotzdem nicht fertig. Ob wir das Ergebnis in Zahlen toppen können, weiß ich nicht, aber ich will nicht nur das größte und das best ausgelastete Kino sein, sondern auch das mit dem höchsten Zufriedenheitsgrad. Das sichert uns dann in Zukunft, das muss man letztendlich wissen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass diese Zusammenarbeit mit dem Team von Kai äußerst positiv ist. Sie haben das, was uns beschäftigt und uns drängt und drückt, auch immer ein offenes Ohr. Und so ist das wirklich eine Zusammenarbeit zwischen dem Filmforum, dem Landschaftspark und jetzt nehme ich in der Mitte den Hauptsponsor, der gehört nämlich dringend ganz wichtig dazu. Da hat sich das super gut entwickelt und deswegen bin ich auch frohen Mutes. Nächstes Jahr, 16. Juli, geht es wieder los. Vorbereitung. Ich habe in letzter Zeit des Öfteren die Frage gestellt bekommen, warum wird das nicht den ganzen Sommer durchgemacht? Also sprich, warum macht man aus den 6 nicht 12 Wochen? Ich habe da eine Vorstellung, aber vielleicht kann man das ja mal offiziell sagen. Man muss immer wissen, dass mehrere Veranstaltungen parallel im Landschaftspark durchaus problematisch sind. Und wir haben fast 14 Tage Vorbereitung der Veranstaltung mit dem Aufbau. Wir haben fast eine Woche Nachlauf, wir sind 500 Wochen lang. Wenn man das jetzt hochrechnet, sind das etwa 2 Monate Sommerkino. Das muss man wissen. Wir sind damit am Ende, weil wir auch noch Zeiträume und Plätze brauchen für andere Veranstaltungen, die auch hier in Duisburg im Fokus stehen. Wir haben uns wenige Tage vorher, auch in diesem Jahr, über das erfolgreiche Traumzeitfestival gefreut. Wir wissen das jetzt im Anschluss sofort und das wird im nächsten Jahr genauso sein. Da wird es die große Eröffnung der Ruhrtriennale geben, nicht mehr in Bochum, sondern auch im Landschaftspark Duisburg Nord.
So sind wir in einem zeitlichen Korsett, aus dem wir nicht weiter heraus können. Obwohl, das muss ich auch nochmal mit Nachdruck sagen, das ist die Veranstaltung, die uns wirklich den größten Spaß macht. Sommerkino, nicht weil wir das auch gemeinsam, sondern wir haben das auch gemeinsam entwickelt. Häufig ist das ja zunächst erstmal die Voraussetzung für andere Dinge schaffen. Sondern sie ist letztendlich bei den Auslastungszahlen, wo wir sagen, ist mit Abstand die erfolgreichste Veranstaltung, wo wir immer im Fokus stehen. Welche Problematik das manchmal ausmacht und welche Einschränkungen können wir immer exemplarisch sehen. Es gibt eine große parallele Veranstaltung, 24 Stunden Mountainbike-Rennen an einem Wochenende. Das führt schon zu Einschränkungen, haben sich die Leute aber mittlerweile auch daran gewöhnt. Wegen der Anfahrt, weil zum Teil die Emscherstraße gesperrt ist, aber das halten wir anschließend nicht durch, wenn wir jetzt parallel noch Kraftzentrale oder Gebläsehalle bespielen wollen, das geht dann halt nicht. Vielleicht noch mal ein paar Worte zum Rahmenprogramm. Ist ja vorhin schon gesagt worden, dass die Location so ein bisschen verändert wurde. Ich kenne viele Leute beispielsweise, die gar nicht mal dahin gehen, weil sie sich Filme angucken wollen, sondern weil sie einfach diese Atmosphäre da genießen wollen. Gibt es da auch irgendwelche Erhebungen darüber, dass man sagen kann, wie so die Auslastung, sag ich mal, so dieses Außenbereiches insgesamt gewesen ist? Wir zählen die Besucher nicht. Also da müssen wir Nein, ich meinte jetzt einfach so als Vorstellung. Es wird mehr und mehr und ich muss sogar offen sagen, es macht auch ein bisschen Probleme mit, weil es so viel wird. Okay. Also deswegen, auch da werden wir uns Gedanken zu machen, wieder im Team, denn mittlerweile am Wochenende ist der Biergarten mit gutem Wetter rappelvoll, wenn der Film schon läuft, also er ist sofort wieder gefüllt. Und da kommt natürlich auch ein bisschen, ich sag mal jetzt, so Soundkulisse nach oben in die letzten Reihen. Und da werden wir uns auch immer Gedanken zu machen, wie weit das noch erträglich ist. Wir wollen nicht, wir kriegen jeden Tag Mails von den Leuten von überall her mit, das war über, in der Regel sagen die nicht, es war ein schöner Abend, sondern die schreiben eher und sagen, das könnte besser sein. Da kommen auch teilweise abstruse Vorschläge, die Gießhalle rechts und links zu schließen, mit Vorhängen und so weiter und so fort. Dann schreiben wir auch, ja, dann könnten wir es auch direkt indoor machen. Das wäre dann also, weil es da ein bisschen reingerechnet hat, wie auch immer, es soll eine Open-Air-Veranstaltung bleiben. Deswegen werden wir uns dann nach einem Kompromiss suchen, wie weit diese Geräuschkulisse, die dann einfach entsteht, da eventuell ein bisschen einzudämmen ist. Das ist ein Problem. Aber wir finden es toll, wenn tagsüber Kindergärten Ausflüge ins Sommerkino machen. Und ich kam da hin und manchmal auch unangekündigt und da liegen auf einmal 40 Kinder im Sand und alle strecken die Arme aus. Und das ist ein total tolles Bild gewesen. Also ich habe mich total gefreut in dem Moment. Das hat mich wirklich berührt. Oder es kommen immer wieder Gruppen auch vorbei, die sich das angucken, teilweise mit denen man dann sich Englisch verständigen muss. Es ist wirklich ein Anziehungspunkt geworden. Und das ist auch gestern Abend, haben wir viele trösten müssen, die sagten, ah, man könnte ja nicht noch den Biergarten zumindest lassen und so weiter und so fort. Funktioniert natürlich nicht, der muss ein bisschen natürlich auch durch das Kino befeuert werden, sonst kann ich da nicht irgendwie 30 Leute Personal hinstellen. Das funktioniert nicht. Aber es ist so und vielleicht müssen wir es auch ein bisschen rar halten und sagen, es bleibt begrenzt von den Plätzen, es bleibt begrenzt von dem Zeitraum. So ein bisschen kriegt es natürlich auch was Wertvolles dadurch. Und so gern wir es auch erweitern würden, aber wir haben die Kapazitätsgrenzen da in jeder Beziehung, was Zeitrahmen, was Platz angeht, erreicht. Aber auch da hat Ralf Winkel schon gesagt, wir machen uns Gedanken, wir überlegen, ob wir vielleicht auch ein paar Plätze unterbringen können im Kino. Da Ideen gibt es, das muss ja alles durch Genehmigungsverfahren durchlaufen, das werden wir alles prüfen müssen. Deswegen geht die Arbeit jetzt auch schon wieder, oder ist eigentlich schon wieder im Gange.